Vorlesung die zweite. Zack. Okay. In der Vorlesung heute beschäftigen wir uns mit Mathematik als Wissenschaft. Ja? Was ist Mathematik eigentlich für eine Wissenschaft? Und wie arbeiten eigentlich Mathematiker und was machen eigentlich Mathematiker? Und in dem Zusammenhang habe ich Sie gerade gebeten, ein paar Bilder zu malen. Ja? Ihr Bild von einem Mathematiker, wie sieht ein Mathematiker aus, was macht er die ganze Zeit? Ich habe ein paar von den Bildern fotografiert und die zeige ich Ihnen jetzt. So. Das ist ein Mathematiker in Ihrem Sinn. Ja, und wenn man durch die Reihen geht, die sehen alle so aus, ne? Hässlich, Brille, irgendwie so, ja, ein bisschen steif, ne? So mit Schlips und so, und bla 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 steht nebendran. Gucken wir mal, nächste Mathematiker. Ah ja, sieht man das oder ein bisschen dunkler? Ich mache noch ein bisschen dunkler. Mathematiker sitzen am Schreibtisch, ne? Der hat auch eine Brille auf. Irgendwie haben alle Mathematiker eine Brille bei Ihnen. Können Sie mir mal erklären, warum? Sehen die alle schlecht? Oder? Okay, die sitzen hier und genau, beschäftigt sich hier mit Zahlen am Computer. Ne? Ein Mathematiker am Computer. Ja, Bart, ja? Keine Zeit gehabt zu rasieren, lieber mit Zahlen beschäftigen, ne? Und natürlich auch wieder die Brille. Das ist keine Kippe hier im Mund, das ist ein Bleistift. Ne? Mathematiker, die letzten Menschen auf der Welt, die Bleistifte verwenden wahrscheinlich. Hier, genauso. Steif, alt, hässlich. Ja? Wer hat denn so einen Bart? Ja, hier unten so. Und dann hier Fliege, ne? Burp. Okay, und jede Menge Formeln und Geodreieck. Aha, hier haben wir schon die Verbindung. Okay, die beschäftigen sich nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit geometrischen Formen, die Mathematiker. Haben wir noch eins? Gucken wir mal. Ah ja, genau. Schon wieder die Brille, ja. Und er strahlt, oder? Gucken Sie mal, da voll das Lächeln auf der Lippe. Auch die Fliege. Ich habe noch nie einen Mathematiker mit Fliege gesehen, ganz ehrlich. Ja? Aber bei Ihnen haben, jeder zweite Mathematiker hat eine Fliege. Komisch. Und eine Brille. Und eine komische Frisur. Ja. Irgendwie ist so ein Mathematiker so ein ganz komischer, hat man so einen ganz komischen Prototyp im Kopf, ne? Es gab mal einen Heinz, hat mal gesagt, diese Welt der Mathematik ist irgendwie so mit der Aura des Entrückten verbunden. Ja? Als würde man in anderen Welten schweben geistig und so. In etwa, das legen auch ihre Zeichnungen nahe. Ja? Also eine Person, die irgendwie in anderen Sphären schwebt, in ihrer Zahlenwelt und letztlich auch nicht so sehr Interesse hat an weltlichen Dingen. Ja? Sonst wären die ja alle nicht so hässlich. Ich mache mal die Projektion wieder aus. So, also Mathematiker sehen bei Ihnen irgendwie so aus, als würden Sie sich nur mit Mathematik befassen. Ja, den ganzen Tag nur mit Mathematik und hätten kein anderes Interesse. Und letztlich ist es auch der Prototyp des Mathematikers, so wie es sich ja, durch die Jahrhunderte hindurch übertragen hat. Ja? Weiß nicht, kennt jemand von Ihnen Norbert Wiener? Schon mal gehört? Norbert Wiener? Nee? Okay, Norbert Wiener ist ein Mathematiker gewesen, ne? Zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Und der ist genau dieser Prototyp gewesen. Ja, über den hat man sich gesagt, der hat nur die Mathematik im Kopf und der hat überhaupt keinen Alltagsbezug mehr. Insofern kursieren da auch so ein paar Storys über Norbert Wiener, von denen ich jetzt mal eine erzähle, die verdeutlichen soll, dass es sozusagen nur in der Welt der Mathematik schwebt. Ja? Und zwar sagt man sich, Norbert Wiener ist irgendwie einen Nachmittag mal oder einen Mittag mal über den Campus gelaufen und Gedanken natürlich versunken. Ja, und dann kommt so ein Student und stellt ihm eine mathematische Frage. So, und dann kommen die irgendwie so gemeinsam ins Gespräch über Mathematik. Und nachdem sie fertig sind, will der Student sich wieder verabschieden und dann sagt Norbert Wiener zu dem Studenten, Entschuldigung, bin ich gerade, aus welcher Richtung bin ich gerade gekommen, aus der oder aus der? Und der Student, ja, aus der.
Und dann wird wieder, okay, ja gut, dann war ich noch nicht essen gewesen. Also so Gedanken versunken in der Mathematik und irgendwie völlig alltagsfremd. Ah ja, eine andere Story, bei der ich aber nicht so richtig sicher bin, ob die tatsächlich stimmt, ja? Aber man erzählt sich trotzdem es. Norbert Wiener, der wollte umziehen, also seine ganze Familie ist umgezogen. Ja? Und Frau Wiener, ja, kennt natürlich den Herr Wiener. Ja? Also hat sie einen Zettel geschrieben, heute Abend, ja, nicht zur alten Wohnung gehen, sondern zur neuen Wohnung und die ist da und da. Zettel mitgegeben, in die Tasche gesteckt. Okay. Abends, Norbert Wiener kommt nach Hause, hat natürlich den Zettel vergessen, alles vergessen, ja, Umzug vergessen und so weiter, kommt nach Hause, Wohnung leer, Haus leer. Ja? Panik, was ist los hier? Er rennt durch die Gegend, ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Einmal kommt so ein kleines Kind an, ne? Und Norbert Wiener zu dem Kind, sag mal Kind, ne? Wo sind denn die Wieners? Und dann sagt das Kind, ja, komm Papa, Mama hat mich gerufen, ich soll dich nach Hause bringen. Ja, man weiß nicht so genau, ob das stimmt, ja. Aber das ist so das Bild des Mathematikers, ja, der irgendwie überhaupt keinen Bezug mehr hat zu alltäglichen Dingen, weil er so in seiner Zahlenwelt, in seiner Gedankenwelt schwebt. Ja? Eine andere Story ist von Hilbert. Ja? Kennt jemand von Ihnen Hilbert? Hilbert schon mal gehört? Sie kennen alle die berühmten Mathematiker nicht, ne? Komisch. Okay, die werden sie im Laufe ihres Studiums kennenlernen. Also Hilbert, auch ein berühmter Mathematiker, aber ähnlich verpeilt, sage ich mal. Ja? Hilberts haben abends mal irgendwie Besuch erwartet. Ja? Und kurz bevor der Besuch kommt, da fällt der Frau Hilbert auf, hier, du hast noch gar keine Krawatte an. Ja? Geh mal nach oben und zieh dir eine Krawatte an. Also Hilbert geht nach oben und kommt nicht mehr. Besuch ist da, die warten alle unten, na, wo ist der Hilbert? Geht die Frau hoch, guckt und da liegt Hilbert im Bett und schläft. Was war inzwischen passiert? Naja, der ist die Treppen hochgegangen und ist irgendwie in seine mathematische Welt versunken. Ja? Und während er die Treppen hochgeht, wenn man sozusagen gedanklich versunken ist, dann greifen Automatismen. Ne? Er ist ins Schlafzimmer gegangen und dann ist der Automatismus gestartet, ins Bett gehen. Ne? Ausgezogen, Schlafanzug angezogen, Zähne geputzt, ins Bett gelegt, hingelegt, geschlafen. Okay, also sozusagen, weil man in der Welt der Mathematik ist, ja, dann vergisst man alles um sich herum. Dieses Bild hat man von Mathematikern und das stimmt natürlich nicht. Das kann ich Ihnen versichern. Ja? Ich zum Beispiel, ich bin sehr alltagsbezogen, ich mache so Sachen nicht. Ja? Also mir passiert sowas nicht. Und meinen Kollegen auch nicht. Insofern ist es natürlich ein Bild des Mathematikers, das prototypisch ist, aber ja, irgendwo auch nicht ganz zutrifft. Denn Mathematik ist gar nicht so weltfremd, wenn man sich damit befasst, sondern Mathematik hat natürlich auch viele Bezüge zu Dingen in der Welt. Bei der Gelegenheit kann ich Sie gleich mal fragen, welche Wissenschaft ist denn Mathematik eigentlich? Weiß jemand von Ihnen? Es gibt ja verschiedene Typen von Wissenschaften, ne? Was ist Mathematik für eine Wissenschaft? Was aus dem Bauch raus? Was würden Sie sagen? Ja? Naturwissenschaft, ne? Ja. Wer ist dafür, dass Mathematik eine Naturwissenschaft ist? Okay, ziemlich viele, ne? Ja, das Bild hat man immer, ne? Mathematik ist eine Naturwissenschaft. Ich stelle Ihnen mal eine Frage. Weiß jemand, was von Ihnen der Begriff MINT bedeutet? MINT, MINT-Bildung, die MINT-Fächer, nicht? Die MINT-Fächer sind bestimmte Fächer, die gerade ganz besonders gefördert werden und so. Das ist die Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. So, wenn Mathematik eine Naturwissenschaft wäre, dann müsste man ja nicht sagen Mathematik, Informatik und die Naturwissenschaften. Ne? Dann könnte man es ja INT-Fächer nennen. Da bräuchte man die Mathematik ja gar nicht gesondert aufzählen. Oder im alten Studium gibt es den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächerverbund. Ne? Wenn Mathematik eine Naturwissenschaft wäre, dann könnte man den ja einfach naturwissenschaftlichen Fächerverbund nennen. Macht man aber nicht. Komisch, ne? Also ich verrate Ihnen, Mathematik ist keine Naturwissenschaft. Obwohl das viele denken, weil natürlich die Nähe zu den Naturwissenschaften sehr groß ist. Was könnte Mathematik sonst für eine Wissenschaft sein?
Also ist klar, warum es keine Naturwissenschaft ist, oder? Die Objekte, mit denen sich die Mathematik befasst, findet man nicht in der Natur. Ja? Zahlen zum Beispiel. Sie gehen nicht durch die Gegend und stolpern und so und gucken, oh, da lag eine 3. Ja? Natürliche Zahlen liegen nicht einfach rum oder so. Ja? Also die Objekte, mit denen sich Mathematiker befassen, ist nicht die Natur. Die Natur ist nicht der Gegenstand der Mathematik, sondern der Physik und der Chemie und der Biologie und so weiter. Die Mathematik befasst sich mit mentalen Objekten, mit geistigen Objekten. Insofern könnte man die Position vertreten, dass Mathematik eine Geisteswissenschaft ist. Ja? Weil die Objekte, mit denen sich befasst, geistiger Natur sind. Okay, und ja gut, weil sie so spezieller geistiger Natur sind, nämlich relativ formal und strukturell und so, hat man sich auch, was heißt, man hat sich geeinigt, man hat den Vorschlag gemacht, für die Mathematik eine eigene Kategorie zu erfinden. Ja? Man spricht auch davon, dass die Mathematik eine Strukturwissenschaft ist oder eine Formalwissenschaft. Und neben der Mathematik vertreten manche die Position, dass auch die Logik eine Strukturwissenschaft, eine Formalwissenschaft ist. Ja? Andere wiederum sagen, naja, die Logik, das ist eigentlich ein Teil von der Mathematik. Ja? Gegner dieser Position sagen, die Logik ist außerhalb der Mathematik, das ist ein Zusatzgebiet. So. Andere sagen, naja gut, die Mathematik ist eigentlich eine Geisteswissenschaft, keine Strukturwissenschaft. Also man kann drüber streiten, ja? Aber es ist wichtig zu wissen, es gibt sozusagen die Idee, dass die Mathematik eine Strukturwissenschaft ist. Okay. Natürlich gibt es aber viele Bezüge zu den Naturwissenschaften. Ja? Denn Mathematik, so behaupten einige, ist für die Naturwissenschaften eine Hilfswissenschaft. Ja? Was kann das bedeuten? Haben wir eine Idee? Warum sagt man, die Mathematik ist eine Hilfswissenschaft für die Naturwissenschaften? Ja? Wenn manche Sachen in der Wissenschaft auch mathematisch und dann aufbauen? Ja, ich wiederhole mal laut, damit es auch im Video verständlich ist, dass manche Dinge bauen in der Naturwissenschaft auf der Mathematik auf. Ja, könnte man vielleicht so sagen. Nehmen wir eine andere Formulierung noch? Ja? Manche Sachen auch durch Mathematik ausgedrückt werden. Sehr schön, genau. Manche Dinge werden durch Mathematik ausgedrückt. Die Mathematik ist eine Sprache, die von den Naturwissenschaften verwendet wird. Ja? Sie drücken bestimmte Sachverhalte aus, nicht umgangssprachlich, sondern mit der Mathematik, weil die Mathematik ein so präzises Werkzeug ist, eine präzise Sprache, mit der man Dinge ganz genau ausdrücken kann. Ja? Und ich habe gerade ein Wort gebraucht, Werkzeug. Ja, die Mathematik ist letztlich ein Werkzeug für die Naturwissenschaften und auch für andere Disziplinen. Psychologie, also die Sozialwissenschaften, Geschichte und so weiter und so weiter. Mathematik ist eine Wissenschaft, ein Werkzeug, mit dem man Dinge genau beschreiben kann beispielsweise oder Probleme lösen. Ja, also in Naturwissenschaften, wenn man mal einen Sachverhalt mathematisch dargestellt hat, also ich habe also einen naturwissenschaftlichen Sachverhalt, den stelle ich mathematisch dar, ich bewege mich sozusagen in die Welt der Mathematik, ich habe ein mathematisches Modell und dann kann ich innerhalb dieses mathematischen Modells das Problem lösen mit Methoden der Mathematik, um dann das Ergebnis wieder rückzuübersetzen in die Welt. Sie haben sozusagen die Welt, da wird was übersetzt in die Mathematik, dann innerhalb der Mathematik wird gearbeitet und dann wird wieder zurückgegangen, das Ergebnis interpretiert in der Welt. Dazu sagt man auch mathematischer Modellierungskreislauf, ja, dass man eben aus der Welt in die Mathematik geht, dann innerhalb der Mathematik Probleme löst und dann wieder das Ergebnis rückbindet. Okay, so, das heißt, natürlich schweben Mathematiker nicht nur in den mathematischen Sphären, sondern es gibt auch Bezüge zur Welt dahingehend, dass man eben versucht, das Entscheidende in der Welt Strukturen zu finden und sich mit diesen Strukturen anschließend beschäftigt. Also man beschäftigt sich nicht mit der Welt, sondern man versucht, Strukturen in der Welt zu entdecken und diese Strukturen zu nehmen und zu analysieren. Also wenn Sie beispielsweise die natürlichen Zahlen betrachten, die hat man natürlich nicht einfach so erfunden als Mathematiker, ne, sondern die haben natürlich realweltlichen Bezug, weil ich kann halt Dinge zählen damit, zum Beispiel. Ich könnte jetzt zählen, wie viele sind hier im Raum.
Ja? Das heißt, die natürlichen Zahlen haben natürlich einen Bezug zur Welt. Aber wenn ich mal zählen gelernt habe, wenn ich weiß, was zählen bedeutet, dann kann ich mir auch diese Zahlen nehmen und mir die Struktur dieser Zahlen betrachten, um auch Gesetzmäßigkeiten zu finden. Also wenn ich einfach nur zähle, dann komme ich auch in der normalen Welt nicht so richtig weit. Ich muss auch sowas wie addieren können beispielsweise, ja? Subtrahieren können. Und da gibt es Gesetzmäßigkeiten, Assoziativgesetz, Kommutativgesetz und so weiter. Das findet man alles erstmal so nicht in der Natur, sondern das findet man, indem man sich mit der Struktur der natürlichen Zahlen befasst und die näher analysiert. Und das machen Mathematiker. Ja? Letztlich kann man sagen, Mathematiker analysieren diejenigen Strukturen, die sie selbst erfunden haben. Drehen sich sozusagen im eigenen Kreis. Und das ist auch ein Grund, weswegen man so ein Bild von Mathematikern hat. Aber natürlich gibt es sowas wie die angewandte Mathematik, das heißt Mathematik, die versucht, diese Strukturen in der realen Welt zu finden und dann anschließend zu analysieren. Genau so etwas Ähnliches machen wir jetzt mal. Ich mache mal einen Intelligenztest mit Ihnen. Passen Sie auf. So. Ein Intelligenztest. Ich schreibe jetzt 4 Zahlen auf und Sie sagen mir anschließend, wie es weitergeht. Okay? Also, passen Sie auf. 2, 4, 6, 8. Wie geht's weiter? Sagen Sie mal. 10, 12, 14, 16, okay. Warum? Das sind die geraden Zahlen, genau. Das heißt, ne, Sie haben sofort die Struktur erkannt. Das heißt Mathematik treiben. Sie haben die Struktur in diesen Zahlen erkannt und wissen, okay, das sind die geraden Zahlen. Ich gebe Ihnen mal ein anderes Beispiel. Minus 1, 2, minus 4, 8. Wie geht's weiter? Schon ein bisschen schwieriger, ne? Ja? Minus 16, 32. Minus 16, 32. Minus 64. 128 und so weiter und so weiter. Okay, warum? Mal minus 2. Mal minus 2. Okay, also auch hier haben Sie die Struktur erkannt, ja? Mal minus 2. In jedem Schritt wird mal minus 2 genommen. Okay, also auch hier haben Sie eine Gesetzmäßigkeit erkannt. Nächstes Beispiel. 3, 5, 7. Wie geht's weiter? Ja? 9. 11. 13, warum? Die ungeraden Zahlen ab 3, ne? Genau, ungeraden Zahlen ab 3. Hat jemand eine andere Idee? Wir könnten mal eine 100 hineinpacken, dann mit der 11 weitermachen. Ja, warum das? Die wir offen, geht weiter, mache ich nicht so dran. Sind völlig frei, ne? Ja, okay. Hat jemand noch eine andere plausible Möglichkeit? Ja? Dann vielleicht mit der 11. 11, dann? 13 und dann? Na, fast. 17, 19 und so. Wir könnten auch sagen, das sind die Primzahlen ab 3, ne? So. Also hier ist schon nicht mehr eindeutig bestimmt. Das heißt, Sie können letztlich an den ersten paar Folgengliedern hier zwar eine Struktur sehen, aber nicht unbedingt, die Struktur ist nicht eindeutig bestimmt. Ne? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte hier oben auch folgendermaßen weitermachen. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Das heißt, ja, das wäre ja auch eine Struktur. So, aber vielleicht nicht die, die derjenige gemeint hat oder so. Noch ein Beispiel. 3, 1, 4, 1, 5. Wie geht's weiter? Was würden Sie sagen? 1, 6. 1, 7, 1, 8, 1, 9 und so, ne? Hat jemand eine andere Möglichkeit? Ja? Das wäre, glaube ich, Pi. Aha. 4, 1, 5, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, genau, 9, 2, 6 geht es weiter. Ne? 9, 2, 6. Weil es die Ziffern von Pi sind.
3,14159 und so weiter und so weiter. Hätte auch damit gemeint sein können. Das heißt, wenn Sie mal an einem Intelligenztest teilnehmen und solche Reihen kriegen und bei der ersten Reihe sagt jemand, ja 10, 12, 14, 16 und so, dann denken alle, oh, boah, intelligent, ja, super, Reihe fertig gemacht, ne? Richtig intelligent wäre es, wenn Sie sagen würden, kann ich nicht sagen, oder gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Oder wenn Sie da oben einfach mal 3, 2, 4, 6, 8 hinschreiben und derjenige denkt, der bescheuert, ja, da keine Ahnung. Aber in Wirklichkeit haben Sie recht, ja, die Struktur ist überhaupt nicht festgelegt durch endlich viele Anzahlen von Folgengliedern. Was machen Mathematiker, wenn sie eine solche Zahlenfolge, so eine unendliche Zahlenfolge tatsächlich festlegen wollen? Hat jemand von Ihnen eine Idee? Was machen Mathematiker, wenn sie dieses unendliche Objekt, das ist ja potenziell unendlich, ne, das geht ja ewig weiter, die geraden Zahlen gehen ewig weiter, ungeraden auch und so, wenn ich die tatsächlich, wenn ich sagen will, ich meine die geraden Zahlen, dann kann ich das nicht so machen, ja, das ist noch nicht eindeutig bestimmt. Was machen Mathematiker? Ja? Ja, dann müssen n plus 1 oder so die Geraden, oder ich weiß nicht mehr genau, wie es so aufgeht. Genau, sie verwenden eine Formel, ne? Ja. Sie verwenden eine Formel. Die sagen beispielsweise hier, Sie waren gerade bei den ungeraden Zahlen mit 2n plus 1. Sie sagen hier, das n-te Folgenglied ist gleich 2n. Ja? Für alle n aus den natürlichen Zahlen. So. a1 ist gleich 2 mal 1, a2 ist gleich 2 mal 2, a3 ist gleich 2 mal 3 und so weiter. Ja? an ist gleich 2n. Für n aus natürlichen Zahlen. Das heißt, ich kann als Mathematiker mit endlich vielen Zeichen eine unendlich große Struktur eindeutig festlegen. So. Und das ist der Job von Mathematikern. Sie beschäftigen sich mit Strukturen und sie haben eine Sprache geschaffen, die es ihnen ermöglicht, diese Strukturen so präzise wie möglich zu beschreiben, damit jeder weiß, was mit dieser Struktur gemeint ist. Und mit dieser Sprache, mit diesen Formeln, lassen sich mathematische Aussagen formulieren über diese Strukturen. Ja? Und wenn ich ein paar Aussagen habe, die wahr sind, dann kann ich aus diesen Aussagen mit mathematischen Methoden weitere wahre Aussagen ableiten, indem ich sie beweise. Und ich kann über die Struktur, die ich einmal festgelegt habe und Aussagen, die ich gefunden habe oder definiert habe als Axiome, weitere Aussagen ableiten, sodass ich irgendwann zu einer ganzen Menge an Aussagen komme über diese eine Struktur. Das ist der Job von Mathematikern. Wenn man das mal 20, 30 Jahre lang macht, dann sieht man so aus wie die Leute auf dem Bild. Okay, wir sind am Ende der Zeit. Ich zeige Ihnen noch, was Sie bis nächste Woche tun sollen. Okay, ich habe den Link Ihnen in Stutterpi eingestellt. Unter links ist der Link auf dieses Wiki, in dem ich die Vorlesungsvideos gesammelt habe. Und das finden Sie auch hier auf den Folien drauf. Wobei, nee, doch, da habe ich, glaube ich, auch den Link hingestellt. Genau. Das ist irgendwie bei dem ZUM-Wiki, Zentrale für Unterrichtsmedien, habe ich einen Benutzer-Account. Und da ist der Link irgendwie mit mathematische Grundlagen 1, das finden Sie. Ich habe es hier auf den Folien, beziehungsweise ich habe es als Link in Shoot IP. Und dort habe ich Ihnen bereits hingestellt, womit Sie sich befassen sollen bis nächste Woche. Sie sollen sich die Videos zur Logik ansehen. Okay, Logik ist sozusagen eine Grundvoraussetzung, wenn man sich Mathematik befasst. Insofern werden wir uns mit den Grundlagen von Logik befassen und sich mit den Übungsaufgaben beschäftigen im Kapitel Logik. Okay? Und nächste Woche werden wir uns im Plenum hier damit befassen. Sammeln Sie Fragen, die Sie haben, wenn Sie Videos ansehen, die Sie nicht verstanden haben, die können wir hier aufgreifen. Ansonsten machen wir hier gemeinsam Aufgaben. In den Übungen in der nächsten Woche befassen Sie sich bitte in Ihrer Lerngruppe mit den Logikaufgaben. Tutor steht Ihnen bereit. Und denken Sie daran, nächste Woche auch den offenen Mathe-Raum zu nutzen, um dort mit Ihrer Lerngruppe zu lernen. Okay, bis nächste Woche.